Guck mal, wir kriegen Besuch. Och, wie süß. Ich fahre jetzt nicht rückwärts, sondern runter. Ist ja doof. Guck mal, wir kriegen Besuch. Och, wie süß. Och, wie süß. Das ist heute unser Arbeitsplatz. Moin. So, weiter geht's. Ja, wir haben diesen Platz angesteuert über Park for Night. Wir fahren weiter in die Sierra Nevada. Wollen den direkten Weg nehmen. Das heißt, es könnte ein bisschen länger dauern. Das sind, glaube ich, noch so 160 Kilometer. Und dann geht's jetzt weiter. Und bin mal gespannt, was dann so auf uns zukommt. Alter, ist das für eine Steigung. Sieht bei euch jetzt wieder ganz, ganz, ganz harmlos aus, oder? Also das geht senkrecht nach oben hier. Alte Scheiße. Links rum, ne? Ja. Wombat, du bist cool. Oh, die Sackgasse. Schön mit Motorbrunnen. Ey, oh. Maps. Hier, komm. Ja, jetzt ist er beleidigt, super. Ich weiß aber ungefähr, wo lang. Im ersten Gang hoch, im ersten Gang runter. Oh, doch im zweiten. Da kommt der große Bruder. Der wird mich sicher nicht überholen. Die ist noch hinter mir. Ja, witzig. Jetzt habe ich haben die LT-Fahrer, die kamen übrigens aus Belgien. Die haben rechts rangefahren, die sind wir die ganze Zeit hinterhergefahren. Dann sind sie rechts rangefahren, bin ich auch rechts rangefahren. Ja, haben wir einen kleinen Smalltalk gemacht. Die hatten vorher auch einen T3, der war ständig kaputt. Und jetzt fahren sie einen LT, meinen, der hält besser. kann ich nicht beurteilen. Und ja, das Ding war 10 Jahre älter als Wombat. Das heißt, ist es immer noch. Also Baujahr 81 und er ist 91.
lustig. Ja, kurzen Smalltalk, die fahren jetzt in die andere Richtung. Sind wir einfach hinterher gefahren. Voll cool. Und ja. Schön. The Big Brother, they said. Ah, schön, ha? Sierra Nevada, da oben Schnee. Wir haben 32 Grad. Ich bin ja doch schon ziemlich gespannt, was auf uns zukommt. Das ist hier so ein Nationalpark. Irgendwie da unten. Morgen. Heute mal nicht aus der Fahrerkabine. Wir sind jetzt hier in der Sierra Nevada. Das ist hier so ein Wandergebiet. Wir sind auf 2150 Meter ungefähr. Man kann hier bis zu über 3300 Meter wandern gehen. Hier sind auch richtig professionelle Wanderer. So, das war das nächste Ziel. Ich wollte aber eigentlich was anderes erzählen. Aber fangen wir mit dem Ziel an. Heute geht es wieder auf den Campingplatz. Brauche eine Dusche, will einen Film übertragen und eventuell Wäsche waschen. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, bald geht es nach Afrika. Das verschiebt sich aber wieder ein bisschen. Ich mache mal wieder eine Planänderung. Und zwar habe ich 2018 den Sophien kennengelernt, auch in Meski. Der wohnt mittlerweile in Cadiz in Spanien. Das ist nicht weit weg von Algeciras. Und den möchte ich gerne noch besuchen. Mit dem habe ich vorhin telefoniert. Und da fahre ich noch vorbei. Und wenn ich den besucht habe, werde ich dann die Fähre nehmen nach Afrika, nach Marokko. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal zum Campingplatz. Und vielleicht zeige ich noch ein paar Bilder von der kurzen Wanderung. Das war wirklich nur eine kurze Wanderung. 200 Meter hoch, dreiviertel Stunde hin und zurück. Aber der Ausblick war trotzdem ganz cool. Und jetzt packen wir alles zusammen, trinken noch einen Kaffee und dann geht's weiter. Ja, ob das was mit dem Essen wird, weiß ich noch nicht heute. Aber sowas von unfreundlich. Man merkt hier, dass man in so einem Touristenort ist. Nee, also es wäre offen gewesen, aber die waren sowas von unfreundlich, da hatte ich keine Lust. Das muss nicht sein, das muss man nicht machen. Jetzt habe ich einen anderen gefunden, der ist 4 Kilometer von entfernt. Probieren wir den mal aus. Boah, ey. Leute, außerdem haben die San Miguel Bier. Thailändisches Bier. Ne. Ja, deutlich freundlicher. Jetzt auch nicht super freundlich. 20 Euro, ich habe alles drin. Strom, Wifi angeblich. Da müssen wir gleich mal gucken. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, bin ich da auch schon wieder der Einzige. Jetzt fahren wir mal da rein und dann gucken wir mal, was da so gibt. Restaurant ist bis 7 geöffnet. Dann gehen wir mal auf Wifi-Suche. Ja, ich bin der Einzige. Ich gehe mal auf das beste Internet suchen und dann gucken wir weiter. Bis gleich. Musik.
sagt es aus. Super. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Aber wir haben jetzt 2 Uhr nachts. Das Video hochladen hat über 2 Stunden gedauert. Und ich weiß auch nicht, wie weit das weg ist. Aber ich gucke da jetzt mal vorbei. Ey, hier ist ein Rave. Mich schon gewundert, dass das so laut ist. Irgendwo in den Bergen hier oben. Oder wo ist das? Von wo kommt das? Von wo kommt das? Eine Fledermaus. Jo. Die tanzt. Guck mal. Ja, wie komme ich da hin? Ich höre Stimmen. Entweder habe ich es gefunden. Oder auch nicht. Aber ich, das ist nicht weit von hier. Aber komme ich hier lang? Boah, ist das dunkel hier. Ja, schade. Ich habe den Zugang nicht gefunden. Schade. Ich war schon kurz davor. Ich war kurz knapp da, knapp vor. Ich habe schon Stimmen gehört. Und Licht habe ich auch gesehen, aber irgendwie ging es da nicht mehr weiter, wo ich langlaufen wollte. Es ist auch stockdunkel. Aber irgendwie voll cool, oder? Da feiert die Jugend hier ein Rave und kein Sturz. Geil. Weiß ich, warum das Offroad heißt. Man soll hier über den Bürgersteig fahren. Das machen wir mal, oder? Würde ich aber gerne gerade machen. Da ist ein Kamm. Okay. Da runter. Also, Google Maps hat mir gesagt, ich soll hier langfahren. Ich habe auch kein Verbotsschild gesehen. Bombard, du darfst in den Sand.
Ach, das war ja nix. So, wir müssen rechts. Unter der Autobahn weg. Rumsti. Entschuldigung, Mann. Wir müssen rücksetzen. So. Jetzt darfst du wieder rein, Allrad. So. Alter, was ist das für eine Straße hier? Was? Sollen wir hier hoch? Okay. So, wir orientieren. Schluss, oder? Ja, hier ist Schluss. Das war's, Google Maps. Das war nicht gut. Ja, ja. Ich fahre jetzt nicht rückwärts, oder? Dann fahren wir rückwärts runter. Ja, ich gehe ja schon. Kleines Update. Wir haben einen anderen Platz gewählt. Das heißt, wir müssen nach da. Also Google Maps ist hier völlig daneben. Jetzt soll ich hier in ein Privatgrundstück reinfahren. Sowas machen wir natürlich nicht. Aber seht ihr das Mittelmeer? Ich habe euch doch versprochen, ihr seht es jetzt. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir machen. Das geht ja gar nicht gut mit. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Bei mir ist das jetzt alles ein bisschen zu doof hier. Aber ich wähle jetzt nochmal einen Campingplatz. Alter. Jetzt will der. Alter, das sind hier offizielle Straßen, ne? Ey, da willst du abends ausgehen, Bierchen trinken und dann lässt sich da ganz oben ein Taxi abholen. Ha, ob du da Höhenzuschlag zahlen musst? Ich war da jetzt nicht in seine Garage rein, Google Maps. Runterfahren? Ach nee, Google Maps, das ist doch albern. Na gut, ohne Sonnenbrille sieht es nicht ganz so gut aus. Achtung, jetzt kommt Rot. So, wow. Wow. Also das hätte ich nicht gedacht. Also der Campingplatz ist, boah, fühlt sich da wahrscheinlich wie Ölsardinen, aber 15 Euro, also proppenvoll, guckt euch das gleich mal an hier. Wir fahren jetzt drauf, aber Rüdesheim, Mahlzeit, Holländer. Das ist unser Platz. Ja. Ja, schon ganz witzig. Nochmal. Oh, gerade. Ja, so schnell starten wir noch nie, oder?
Supermarkt. Haben wir es doch schon. Ach ja, Mediamarkt, das ist so wie, wie mit Chips essen. Gehst du rein, hast du wieder mehr konsumiert, als du wolltest. Speicherkarte. Das kann nicht schaden. Dann habe ich es auch noch getan. Ey. Stellplatzsuche, beziehungsweise über 200 Kilometer fahren, Stellplatzsuche. Und dann Kopfhörer ausprobieren. Ich muss die erst laden, ne? Ja, Bombard. Musst du noch mal ein bisschen mehr Strom verbrauchen, ne? Jo, gleich geht's weiter. Boah, seht ihr das? Ein T3, wahrscheinlich auch ein Synchro. Wissen, Synchro 4x4. Tschüss. War schön bei euch. Mir sehr gefallen. Dankeschön, dass Wombat und ich hier stehen durften. Tschüss. Und ich glaube, irgendwo hier links, mein Sophien, könnte ich mich hinstellen. Da bin ich ja mal gespannt. Ist das nicht ein perfekter Platz? Direkt am Atlantik. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja, mal gucken, ob der Mikropüschel jeden Gang kämpfen kann gegen den Wind. Oh, der Atlantik, nicht so hoch. Oh, der Atlantik. Habe ich einen gemütlichen Abend im Bulli gemacht. Dann kam abends Sophien noch an, hat mir was zu essen gebracht. Wir haben hier im Bulli noch ganz nett gequatscht. Viel mehr haben wir nicht gemacht, aus einem ganz schönen Grund. Und zwar ist Sophien Papa geworden. Und zwar vor 24 Stunden, und zwar genau gestern. Und er ist trotzdem hier nochmal zweimal vorbeigekommen. Jetzt ist er auch nochmal vorbeigekommen, hat sich verabschiedet. Super lieb, super nett. Und von hier aus nochmal herzlichen Glückwunsch euch dreien. Boah, ist das ein Wetter, ey. Boah. Gut, wir sind auch an der Küste, ne? Kommen gerade von draußen. Ja, es ist extrem, moin zusammen übrigens, es ist extrem stürmisch. Wir sind heute Nacht so richtig durchgeschüttelt worden. Aber gut, wir sind ja auch an der Küste, ne? Ja, also bei dem Wetter wird es Zeit, den Kontinent zu verlassen. Und heute Abend geht's dann endlich nach Afrika.
Um 18.30 Uhr geht die Fähre. Wir haben noch ein paar Stündchen. Ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen arbeiten, hier Filmchen schneiden. Und dann beginnt bald die Season 2. Ich freue mich. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Kommt gut durch Ostern durch. Und ja, wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao, ciao.